Hey Schrauber, Nickel hier. Heute in diesem Video sprechen wir über die Ölversorgung des Turboladers. Ein sehr sensibles Thema, denn hier lauern die meisten Gefahren. Über die Hälfte der bei uns eingereichten Reklamationen lassen sich auf Probleme mit der Ölversorgung zurückführen. Welche Aufgaben hat die Ölversorgung? Das ist zum einen die Schmierung, die Kühlung und die Dämpfung. Die Schmierung. Was? Nein, nicht diese Schmierung. Die Welle des Turboladers schwimmt in Öl. Möglich macht es ein hydrodynamisches Gleitlager. Das bedeutet, die Drehbewegung der Welle zieht das Öl mit sich und durch den Druck entsteht an der engsten Stelle ein Schmierkern. Um das etwas deutlicher zu machen, werfen wir mal einen Blick auf das Innenleben des Turbos. Wir sehen in der Mitte die Welle des Turbos. Auch wenn es nicht danach aussieht, so hat die Welle ein kleines radiales Spiel, ca. 1/2 mm. Erst mit dem Öldruck bildet sich hier ein berührungsfreies Lager. Und deswegen ist auch die erste Ölung so wichtig. Denn bis genügend Öldruck aufgebaut ist und damit das dynamische Lager, macht euer Turbo schon einige tausend Umdrehungen. Kommen wir zur zweiten wichtigen Aufgabe des Öls, die Kühlung. Abgastemperaturen von Verbrennungsmotoren erreichen 500 bis 1000 Grad Celsius. Damit uns dabei die Welle nicht verglüht, kühlt das durchfließende Öl die Rumpfgruppe auch gleich. Eine heiße Sache, so ein Turbo. Trotz bester Feinjustierung gibt es immer noch winzig kleine Unwuchten, sogenannte Drehschwingungen. Das bringt uns zur dritten Aufgabe, die Dämpfung. Erst der korrekte Öldruck sorgt dafür, dass diese Unwuchten gedämpft werden und die Welle zentriert wird. Ganz nebenbei bremst der Druck zusätzlich die Welle und verhindert das Überdrehen des Turboladers. Gibt es Probleme mit dem Öl, leidet immer die Welle. Fangen wir vorne an. Hat das Öl eine schlechte Qualität oder ist für euer Fahrzeug nicht zugelassen, kann es nicht die nötige Schmierleistung erbringen. Ist zu wenig Öl im Motor, kommt es zu Schwankungen im Öldruck oder es kann erst gar kein ausreichender Druck aufgebaut werden. Wurde ein Ölwechsel zu lang hinausgezögert oder eine Inspektion sogar ganz übersprungen, kann es zu Verunreinigungen im Öl kommen. Das waren die wichtigsten Infos rund um die Ölversorgung im Turbolader. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, teilt es, lasst uns einen Daumen nach oben da und abonniert uns. Und drückt die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen.